So, hallo an alle zu einer weiteren Runde Survival Games, dieses Mal in einer übelsten Spezialfolge. Eine kleine YouTube-Runde, ein kleiner Vorspann zu einer nagelneuen Map. Und die dürfen wir gerade aktuell antesten, zusammen mit Vareide in einer kleinen YouTube-Gruppe, wie man gerade sehen kann. Das Ding müsste übrigens gleich starten, der Countdown steht auf 6, 5, 4, 3, 2, 1 und dann müsste es dementsprechend auch gleich losgehen. Die Frage, ob ich das überspringen oder ob ich das jetzt so lasse, ich würde sagen, Infos dazu gibt es in der Videobeschreibung, aber ich lasse es erstmal so, sind 60 Sekunden bis losgeht. Davor kann ich noch ganz kurz was vor mich hin brabbeln, unter anderem, vielleicht auch seine Stimme, ich bin ein bisschen krank, deshalb kann auch noch keine Let's Plays oder nicht so viel in der letzten Zeit, muss ich ein bisschen, eingrenzen und so, ich hoffe mal, das klappt trotz allem, zocken geht immer nach meinem Motto und deshalb, ja, kriegen wir das hin. Optifine habe ich auch installiert, zum Glück. In der Mitte sind Kisten, jetzt die Frage, Kisten oder verpissen, das ist die Geschichte, ich weiß nicht. Ich könnte probieren, in die Mitte zu springen, wenn es funktioniert. Und ansonsten dachte ich, gehe ich mal da unten so in die Richtung. Die Map konnten wir zufällig schon mal vor dem Vor-Release jetzt sozusagen mal anzocken. Da weiß ich, dass es unten noch ein paar Sachen gibt. Es geht los in 6, 5, 4. Ich bin gespannt. 3, 2, 1. Und los. Okay, kann's vergessen, es ist zu voll. Dam, 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 dam. Und gleich wieder hier rausschwimmen. Ich hoffe mal, ich werde nicht gleich schon wieder am Anfang gekillt. Das wäre nämlich ziemlich widerlich. Hier hinten war eine Kiste, das weiß ich noch. Pass auf, zack, TNT genommen. Ah, das hat mal alles weggenommen. Ich glaube, es hackt. Da vorne ist noch eine Kiste. Die haben die auch schon die Routen sich zusammengelegt. Das ist unglaublich. So, da hinten ist Kisten, aber im Baum ist noch eine drin. Im Baum, die haben sie nicht genommen. Battle der sich ohne Scheiß schon. Ach komm, die betteln sich schon, das ist ja... Das ist ja blöd. Ich verziehe mich gleich mal, und zwar nach hier hinten, und zwar so schnell, wie es geht. Hopp, am besten ohne Fallschaden zu kriegen. Irgendwo Kiste hier noch? Nein, 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 nein. Ich glaube, wir machen hier so irgendwo in die Richtung. Die Map ist nämlich ganz lustig eigentlich. Man dürfte jetzt gleich einiges sehen, so einen riesen Bagger. Verfolgt mich einer? Da oben ist ein Nordab. Ach komm schon. Ist ja wohl nicht wahr. Warum immer auf mich gleich schon? Ich weiß, ich habe hier Kiste, Schwert zur Auswahl. Aber das will ich natürlich erstmal noch nicht so preisgeben, dass ich eins habe. Er wird wahrscheinlich auch eins haben. Ich habe aber dafür noch einen Helm. Ich tue mal so, als wäre ich ganz, ganz unschuldig. Und zwar, nein, Schwert sollte ausgewählt werden. Da vorne ist eine Kiste, ich sehe sie. Heute dürfen wir ausnahmsweise mal sprinten. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt mit runtergekommen ist. Läuft der da vorne? Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Scheiße. Ich weiß aber, da ist noch ein Schwein. Das könnte ich mir mal genau anschauen. Wie sieht's aus? Apfel. Ja, essen. Da ist Zand. Ach, nö. Komm schon. Ah, ne, der hat Steinschwert. Komm, erzähl mir keinen. Das ist doch scheiße, wenn man so schnell rausfliegt. Es sollte gleich eine Teamrunde eventuell kommen und die hängen wir mit dran. Warum nehmen denn meine Items nicht mit? Alter, ist das blöd. Okay. Das war fies, aber da kann ich nichts machen. Ich mache hier einen Cut. Das heißt, eventuell gleich Teamrunde oder so. Schauen wir mal. Und tschüss und Cut. Okay, das Beste wäre doch eigentlich nicht, einen Cut zu machen, neu anzufangen, sondern ganz einfach das laufende Spiel zu Ende spectaten. Und habe ich zu spät das mitgekriegt. Man kann ja auch spectaten als Invisibler, Unsichtbarer. Hier unten ist Dena. Ich brauche den gerade mal so ein bisschen. Oh, Dena. Ja, Kiste gefunden und da Wasser, hä? Und da drin. Ich kann leider nicht angucken. Weiß nicht, folgen wir denen oder gucken wir, was die anderen so machen. Ich bin dafür, dass ich ein wenig die Map hier zeige. Die ist nämlich eigentlich ganz nice. Die erste Runde, ich weiß gar nicht, ob ich die hochladen werde, weil die so schlecht gelaufen ist. Eventuell Zweitkanal. Genau, Zweitkanalmaterial. Das wäre doch mal gut. So, willkommen auf dem Zweitkanal hier. Ich weiß nicht, spontan. So, kann ich irgendwie hier vielleicht ein Optifine, die Render, das noch einen Tacken hochschrauben. Für ein paar wundervolle Screenshots. Ich stelle mal auf extrem. Jetzt wird es vielleicht ein klein wenig ruckeln, sobald die Map geladen ist, ist aber wieder flüssig. Das ist echt hakelig. Moment, aber es geht. Aber die Map ist eigentlich ganz nice. Relativ im modernen Style gehalten. Die könnten... Ah, verdammt, es wird Nacht. Das ist schlecht für einen Screenshot. Aber es ist schön gemacht eigentlich. Es hat keinen Sinn. Ich stelle wieder zurück. Nein, noch far. So, wie viel sind noch da? Dena, Gomme, einsamer Dude, Gomme.
Was macht der so? Außer rumstehen? Concrafter hat mit den Zuschauern sich unterhalten, ob er Varede töten soll oder nicht. So nach dem Motto, okay, du hast jetzt sozusagen den Schaffer oder der Ersteller, den Chef praktisch von Hunger Games hier oder Survival Games. Und da siehst du im Spiel, also soll ich ihn töten, soll ich nicht töten, soll ich ihn töten, soll ich nicht töten. Ist nicht, dass ich irgendwann mal böse recht oder so. Wie sieht's aus, komme? In die Stadt. Kann man eigentlich wieder rausgehen? Doch, kann man wieder raus. Sah grad so aus wegen Eisentüren. Nicht, dass es fallenmäßig so ist. Ich glaube, einer muss noch raus, dann ist Team Deathmatch in der Mitte. Aber ich weiß nicht, vielleicht kann ich mal so gucken, wie man am besten hier entlang läuft allgemein. Ich meine, wir starten ja hier oben. Und, wo geht's dann am besten lang? Ich bin immer... Ist natürlich auch cool hier. Das ist doch very futuristic. Natürlich kann ich hier nicht rein als Geist. Ich sehe gerade im Chat, na, was für Wörter. Okay, hier sind auf jeden Fall viele Kisten. Hier unten sind echt viele Kisten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heilige Scheiße, ich muss hier runter. Das nächste Mal. ja. Erkältet und so. Warte mal kurz, wie kommt man denn am besten hier runter? Wenn ich hier oben drauf bin, ich bin jetzt immer irgendwie runtergeplanscht und dann gleich abgehauen. Ganz kurz, wie orientiere ich mich? Ich such den Flieger dann einfach. Und ich muss dann zum Flieger hier unten rein. So, wenn ich jetzt hier oben runterkomme. Oh, Cuddle ist hier am Dingensen. Ah, Battle. Das endet böse. Seine Fans. Naja, ist gut, es geht. Kev schon wieder, ja, oder? Oder? Oh, der Counter beginnt. Ah nee, das ist Kisten haben sich noch aufgefüllt. So, warte mal, wenn man jetzt, wie kommt man denn hier rein? Zuerst mal nach unten, wie die ganze Zeit auch immer. Und dann, hier war ja die entsprechende Kiste, wo es lang geht, nach rechts. Also hier raus, wo ich letztes Mal auch raus bin. Dann muss ich einfach nach hier hinten gehen. Ja, nach hier hinten gehen, dann hier hinten hoch die Treppe. So. Dann bin ich hier oben drauf. Und wo geht's jetzt genau hier runter? Muss ich es riskieren und den Fallschaden auf mich nehmen? Was passiert eigentlich, wenn man hier durchgeht? Ach nee, da ist man wieder hier vorne. Okay. Ist nichts Spezielles. Ist jetzt als Geheimtipp, wo man ganz gut Kisten angreifen. Wie heißt, wenn man einfach hier runterfällt? Und dann hier runterfällt, dann da runterfällt. Dann ganz runterfällt und dann stirbt. Sehr schlecht. Ich weiß nicht. Wie kommt man denn hier raus? Hier vorne oder was? Oder ist das eine Falle? Ach nee, hier ist eine... Ich kann mal draufdrücken, ja. Ist vielleicht doch nicht so gut hier, das Ding. Weil das ist so fallenmäßig Style. Ist eine Leiter, wo man wieder raus kann eventuell. Oder nicht raus kann, das ist die Frage. Das Problem ist halt, wenn du die Map nicht kennst, was willst du machen, ne? Das ist schlecht. Es gibt nur einen Ausweg hier. Okay. Aber rein kommt man durch die Tür auch nicht, man muss also runterfallen. Ach ja... Vielleicht ist das doch nicht so gut. Vielleicht sollte ich doch einfach wieder random durch die Gegend laufen. Scheiße, Mann. Sind schon hier am Strategien festlegen. Aber hier kommst du ja nicht raus. Das ist ja das Problem. Keine Ahnung, wo hier aussehen. Müsste irgendwo hier sein. Nee. Dann heißt es doch wieder random durch die Gegend laufen. Den er schon planlos in der Gegend umher.
Tatsächlich, das tut er. Der war doch von da vorne so auch gekommen, jetzt läuft er wieder zurück. Und nein, Dena, da kommst du nicht hoch. Ich glaube, du kannst hier die Rohre hochschwimmen, dann da rein. Und da hinten wieder raus, das müsste eher gehen. Nordob ist ungeduldig. Hier läuft ein anderer rum, so ganz am Rande der Map. Ihr solltet mal euch irgendwie in der Mitte treffen oder so. Auch wie die Leute im Chat rumspammen, das muss doch jetzt auch nicht sein eigentlich. Och, not up. Ich verfolge den, er sieht mich nicht. Was ist hier los? Kadel ist hier vorne. Okay. Der ist aber auch gerade zu entkommen, Freunde. Das ist doch mal cool. Solarzellen. Ha ja. Schön. Ich stelle mich mal hier und mache mal so einen Screenshot. In Hoffnung, sieht gut aus. Jetzt müsste aber der Tag werden. Aber so wie ich die erkenne, wird es auch bald Tag. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das irgendwie interessant oder spannend oder was das hier ist. Es geht gleich los, PvP-mäßig. Guck ja nur, so als Spectator. Goldene Apfel rein. Ja, jetzt hat er natürlich gelitten. Jetzt ist Schluss, selbst wenn er Eisenschwert hat. Achso, die haben beide Eisenschwert. Ja. Okay, Treffer versenkt. Die holt natürlich jetzt das ganze Zeug. Was? Nee, vielleicht stirbt er noch an einer Geschlechtskrankheit? Auch Leute. Ja, so verhalten sich hier die YouTuber, wenn sie mal gerade alleine so oder nebenbei zocken. Die meisten sind schon draußen, haben die Aufnahme gestoppt wahrscheinlich. Ja, und nur noch einer, dann ist Finale. Irgendwas Nützliches hier? Ich würde ein bisschen essen, oder? Essen. Also er hat komplettes Kettenzeug. Nee, dann nicht. Ich hätte davon gerne mal was gehabt hier. Der geht angeln. Kev angelt, Kadel hat auch gerade geangelt. Klasse. Ha ja, so kann man es auch machen. Okay, wo sind wir hier? Ach, die Sonne geht wieder auf. WTF, das dauert ja ewig lang hier. Die Map ist cool. Hier ist ein Verzauberungstisch, okay. Der hat ein Dia-Schwert in der Klasse. War right. I think I need to get a German Translator. Okay. Das kann sein. Kriegt man durch Angeln Experience? Das ist natürlich mega geil. Wie kommen wir denn zu dem Verzauberungstisch hier? Das muss ich mir gerade mal merken, den Weg. Der Verzauberungstisch, der ist hier unten schön. Okay, da wo Dena war. Einmal hier oben drüber, da wo ich war. Dann hier straight nach unten, beziehungsweise am Bagger vorbei. Hier entlang, da unten die Dings rein. Ah, okay. Gut. Müssen wir hinkriegen. Das geht. Ich mache übrigens noch fleißig Screenshots, solange ich jetzt hier schon mal drin bin, gell? Tralalalala. Kriegen wir eigentlich hin. Für weitere Survival-Games-Runden mal demnächst. Weil die Map ist cool. Ist von Teveran, glaube ich. Ja, ich glaube, der ist echt da und verzaubert sich das ganze Zeug. Aber dir, komm, verzaubertes Dia-Schwert. So. Sieht's hier aus? Können wir das screenshotten? Ja. Ich warte kurz, bis die Map da hinten in der Ecke noch lädt. Ich vertreibe mir jetzt hier so ein bisschen die Zeit. Könnt mir zuschauen. Die nächste Runde, eine richtige Runde, müsst ihr dann auf Hauptkanal geben. Natürlich, selbstverständlicherweise. Jetzt wollen wir mal hier oben fliegen und hier ein paar Screenshots machen, bis die endlich mit ihrer Runde fertig sind.
Oh ja, das sieht gut aus. Damit können wir noch was anfangen. Und hier hinten nochmal. Irgendwie so, aber sehr modern, muss ich ja schon sagen. Kriegen das, ja. Ist schon wieder kein guter Screenshot, weil nur das Gebäude drauf war. Fliegende Inseln natürlich auch nice. Kann man reinschwimmen? Kiste und so. Lohnt sich halt die Frage. Für eine Kiste so lang hochzuschwimmen, Zeit zu verschwenden. Screenshot. Hier suchen wir dann die besten raus. Die brauchen ja eh noch ein bisschen. Ach, geht schon. Was? Ich koche jetzt Suppe. Ist ja noch drin, immer noch 4, 5, 4, 5. Die Map ist halt groß. Ich glaube, ab und zu muss ich echt mal ein paar Mal husten hier. Das ist echt schon der grenzwertig fast. Hier oben sind zum Glück keine Kisten. Komm schon, lade, 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 lade. Ja. Scheiße. Schade. Out of render distance. Okay. Was macht ihr denn da alle? Kev ist hier, hat sogar Kuchen platziert. Und er hat komplette Eisenrüstung und Diaschwert. Also Eisen besser als Kettenrüstung. Sorry, war kurz weg. Ich habe keine Ahnung, was ihr da macht. Beziehungsweise wozu? Oh. Alle sitzen hier und spectaten. Soll ich einen Cut machen bis zum finalen Battle? Komm, ich mache einen Cut bis zum finalen Battle. Ich glaube, passiert nicht viel. Es muss noch einer sterben und dann. Jo, Cut. Und da findet jetzt gleich der Endkampf statt. Es geht los. Gomma hat gerade Dena oder ne, Dena hat sich selbst gekillt irgendwie. Und da sind alle. Alle auf Kev. Kev, wechsel zum Schwert. Wechsel zum Schwert. Und da geht der nächste drauf. Nein. Oder doch? Doch, nein. Ich glaube, Kev bleibt erstmal. Oh. Ja, Kev gewinnt die. Oh, schön. Gegen dir spät keine Chance. Ja, sag ich doch. Okay, wir hängen noch eine andere Runde hinten dran. Jetzt gleich aufnahmemäßig. Dann gucken wir mal, wie das dann da vielleicht besser verläuft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüssen.